In diesem Video geht es um eine Anwendung des dritten Keplerischen Gesetzes. Wir werden jetzt eine Aufgabe durchrechnen, die sich jetzt mit der Mars-Mission Tianwen 1 beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig ausspreche. Tianwen 1 auf Chinesisch übersetzt bedeutet das Himmelsfrage 1, ist die zweite und gleichzeitig auch die erste erfolgreiche chinesische Mars-Sonde, die am 10.02.2021 eine Umlaufbahn um den Planeten Mars erreichte. Die Mission läuft gerade, ist somit auch ziemlich aktuell. So, was gucken wir uns an? Also zuerst haben wir den Planeten Mars und dann den sogenannten Park Orbit. Das ist jetzt ein anderes Wort für die Umlaufbahn, in der sich jetzt die Sonde um den Planeten Mars befindet. Wir haben jetzt hier die doppelte Länge der großen Halbachse. Das ist jetzt die längste Verbindungsstrecke von einem Punkt auf der Umlaufbahn zu dem anderen Punkt. Die große Halbachse wurde jetzt nur zu dem Mittelpunkt der Ellipse reichen. Und um diese Strecke auszurechnen, habe ich folgende Einträge einem Wikipedia-Artikel oder mehreren Wikipedia-Artikel entnommen. So, wir haben jetzt einmal den kleinsten Abstand der Sonde zum Mars. Das wäre jetzt in der Abbildung hier diese Strecke. Dann mit Rmax meine ich jetzt den größten Abstand des Satelliten zum Mars. Und dann müssen wir noch den Durchmesser von Mars draufrechnen. Wir notieren also, Rmin ist der Mars nächste Punkt und dieser ist 280 Kilometer von der Marsoberfläche entfernt. Rmax ist der Marsfensterpunkt. Dieser beträgt laut dem Wikipedia-Artikel 95.000 Kilometer. Der Durchmesser des Marses liegt bei ungefähr 6.770 Kilometern. Ich habe jetzt mehr oder weniger einen Mittelwert gebildet, da Mars nicht perfekt kugelförmig ist. Je nachdem, ob wir jetzt den Durchmesser so oder so berechnen wollen oder vermessen, bekommen wir verschiedene Werte. Das wäre jetzt mehr oder weniger der Durchschnitt davon. So, die Umlaufdauer der Sonde um den Planeten Mars beträgt 2 Sol. Ein Sol ist ein sogenannter Mars-Tag. Das ist jetzt der Tag, den wir erleben würden, wenn wir uns auf Mars befinden würden. Also von einem Sonnenmittag zu einem anderen, zu dem nächsten Sonnenmittag, dafür vergeht ein Mars-Tag. Und ein Sol entspricht ungefähr 24 Stunden und 37 Minuten. Ein paar Sekunden kommen auch noch dazu, aber für unsere Aufgabe ist das jetzt ausreichend genau. Interessanterweise beträgt ein Mars-Tag ungefähr dem Tag auf der Erde, also der Unterschied ist relativ gering. Was haben wir noch? Sollten wir noch hinschreiben, was A bedeutet. Das ist natürlich die große Halbachse der Umlaufbahn. Okay, wir kennen also den Kontext. Worum geht es jetzt? Wir wollen wissen, ob die Umlaufbahn der Tianwen 1 dem dritten Keplerischen Gesetz genügt. Und dazu schauen wir uns zuerst das dritte Keplerische Gesetz nochmal an. Die Umlaufdauer zweier Himmelskörper um die Sonne, wenn wir diese quadrieren und durcheinander teilen, bekommen wir das gleiche Verhältnis, als wenn wir jetzt deren großen Halbachsen hoch 3 nehmen würden und die auch durcheinander teilen würden. Dieses Gesetz würde ich gerne in einer äquivalenten Form aufschreiben, indem wir beide Seiten der Gleichung mit A2 hoch 3 multiplizieren und durch A1 hoch 3 teilen. Dann bekommen wir eine gleichwertige Formulierung. T1 zum Quadrat durch A1 hoch 3 ist gleich T2 zum Quadrat durch A2 hoch 3.
So, jetzt wollen wir diese Verhältnisse für Himmelskörper anwenden, die jetzt nicht die Sonne umkreisen, sondern den Planeten Mars. Und davon gibt es zwei ziemlich bekannte, nämlich die Marsmonde. Einmal gibt es den Deimos. Der Deimos hat eine große Halbachse, die bei 23.459 Kilometern liegt. Und Deimos braucht 1,2624 Tage, also die Erdtage, um einmal den Planeten Mars umzukreisen. Und der zweite bekannte Mond ist der Phobos. Seine große Halbachse beträgt nur 9.378 Kilometer, also der ist sehr, sehr nah an der Planetenoberfläche. Und dieser benötigt nur 0,3189 Erdtage, um sich einmal um den Mars zu bewegen. Das sind jetzt ungefähr 7 Stunden. Also sowohl der Deimos als auch der Phobos sind dem Mars schon ziemlich nah. Okay, wir werden jetzt also nach dem dritten keplerischen Gesetz diese Verhältnisse bilden und erwarten, dass diese für die Marsmonde und auch für die Sonde Tianwen die gleiche Werte liefern. Also wir bilden einmal die Umlaufdauer des Deimos hoch 2 geteilt durch seine große Halbachse hoch 3. Das gleiche machen wir für den Phobos und auch für unsere Sonde. Wir sollten noch kurz hinschreiben, wie wir jetzt die große Halbachse von Tianwen berechnen wollen. Das bezieht sich jetzt auf die Skizze von der Folie davor. Wir nehmen den maximalen Abstand plus den Durchmesser des Marses plus den minimalen Abstand der Sonde. Dann bekommen wir sozusagen diesen maximalen Durchmesser von der Ellipse oder die große Achse von der Ellipse, und wenn wir das durch 2 teilen, bekommen wir die Größe, die wir bei der Anwendung des dritten keplerischen Gesetzes benötigen, also hier in dieser Zeile. An dieser Stelle möchte ich ein paar Tipps zu der Anwendung von dem Taschenrechner geben. Und zwar habe ich zuerst Variablen definiert. Mit der Texas Instrument Software kann man einfach einen Variablennamen geben, dann Doppelpunkt gleich und dann kommt der Zahlenwert. Dadurch können wir auf gespeicherte Werte zurückgreifen. Mit GeoGebra funktioniert es genauso. Da funktioniert es auch ohne den Doppelpunkt. Also die Syntax wäre im Prinzip die gleiche. Wir würden dann aber t gleich und so weiter schreiben. So, die Umlaufdauer der Tianwen beträgt 2 Mars-Tage, also 2 mal 24. Da habe ich jetzt einen Punkt geschrieben, damit dieser Wert als Dezimalzahl geschrieben wird und nicht als Bruch. 37 Minuten sind 37 Sechzehntel einer Stunde. Das bedeutet, diese Zeit hier wäre in Stunden und wir hätten 49,233 Stunden als die Umlaufdauer von Tianwen mit TD. Das ist jetzt, darunter wird die Umlaufdauer in Stunden von dem Deimos um Mars. Das sind ja die 24 Stunden als Erdtag multipliziert. Mit der Zeit in Tagen sind also 30,2976 Stunden. Analog gehen wir jetzt bei den Phobos vor. Die große Halbachse haben wir gesagt bei der Tianwen, wie sie sich zusammensetzt. Auch hier im Nenner 2 Punkt. Es ist egal, an welcher Stelle ich jetzt den Punkt hinschreibe. Damit ich jetzt eine Dezimalzahl habe, muss einer von diesen Summanden einen Punkt am Ende aufweisen, wenn es ganze Zahlen sind. So, dann die
große Halbachse von Deimos als AD gespeichert und die große Halbachse von Phobos. Und dann können wir unsere Rechnung relativ simpel durchführen. Unter den Variablen haben wir jetzt auch Zugriff auf alle Werte, die wir jetzt benötigen. Starten wir einmal mit dem Deimos, nehmen die Umlaufdauer zum Quadrat, ein Bruch und jetzt die große Halbachse, diesmal hoch 3. So, das ist jetzt das Ergebnis. Das gleiche wollen wir jetzt für den Phobos machen. Also die Umlaufdauer vom Phobos zum Quadrat geteilt durch die große Halbachse von Phobos hoch 3. So, wir sehen, die Werte liegen sehr nah beieinander. Die Abweichung liegt wahrscheinlich an den ungenauen Werten, die wir auch gerundet eingetragen haben. Und jetzt noch die Tianwen, also die Umlaufzeit zum Quadrat im Zähler und im Nenner die große Halbachse hoch 3. So, wir sehen jetzt eine relativ starke Abweichung, über die wir gleich sprechen werden, aber zuerst notieren wir die Werte. Okay, wir haben also folgende Werte berechnet und sehen, dass es eigentlich für die Monde sehr gut passt. Also man kann jetzt das dritte Keplerische Gesetz, zumindest bei diesem Beispiel sehen wir, dass dieser auch für Planeten als Zentralkörper anwendbar ist. Es funktioniert aber nicht, wenn wir jetzt unsere Sonde betrachten. Da könnte man jetzt argumentieren, dass es auch in einem ähnlichen Größenbereich liegt. Ich sehe hier aber eine Abweichung von fast 10%. Die erscheint mir doch relativ groß. Okay, das Ergebnis passt also nicht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das dritte Keplerische Gesetz an dieser Situation nicht anwendbar oder wir haben jetzt einen Fehler bei der Rechnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass das dritte Keplerische Gesetz auch in dieser Situation seine Gültigkeit hat und habe da keine Zweifel daran. Bei der Rechnung, da gibt es jetzt verschiedene Szenarien, weshalb wir jetzt einen Fehler haben. Und zwar könnte es sein, dass die Sonde bei der Bewegung um den Mars sich jetzt nicht einfach so treiben lässt, sage ich mal so, sondern dass dort auch immer wieder Treibstoff verbraucht wird, um die Sonde immer wieder zu beschleunigen. Das würde natürlich die Geschwindigkeiten und auch die Flugbahn verändern. Ich würde es aber ausschließen, weil es ja erhebliche Spritkosten hätte, die Sonde umkreist den Mars jetzt die nächsten paar Monate und Treibstoff bedeutet Masse und Masse zum Mars zu befördern kostet richtig viel Geld. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dort keine zusätzliche Beschleunigung erfahren werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Zeit, die bei Wikipedia eingegeben wurde für die Umlaufdauer von Tianwen nicht stimmt. Wir haben ja exakt 2 Mars-Tage vorausgesetzt. Auch das erscheint mir sinnvoll. Das würde bedeuten, dass wir alle 2 Tage an dem gleichen Punkt über den Mars uns befinden. Und das würde erlauben, in dieser Region eine ziemlich genaue Untersuchung von zum Beispiel Wetterdaten und so weiter. Das jetzige Ziel der Mission ist nämlich auch einen Landeplatz
herauszufinden oder einen geeigneten Platz zu bestimmen für den Mars Rover, den die Sonde auch mitgenommen hat. Und wenn man jetzt die Umlaufdauer perfekt auf die Mars-Tage anpasst, würde sich der Mars dann so passend drehen, dass wir immer über der gleichen Stelle unseren Flug machen. Die dritte Möglichkeit, und das ist für mich die wahrscheinlichste Möglichkeit, wäre, dass der Mars-Fensterpunkt nur grob angegeben wurde. Und bei der weiteren Rechnung gehe ich einfach davon aus, dass diese Entfernung nicht ganz stimmt. Das bedeutet, die tatsächliche große Halbachse weicht davon ab, von dem, was wir berechnet haben. Und hier wollen wir jetzt die tatsächliche große Halbachse, nachdem, wie ich die Situation verstehe, berechnen. Dazu werden wir jetzt das dritte Keplerische Gesetz anwenden. Und zwar nehmen wir jetzt die Umlaufdauer der Tianwen um den Mars herum, die zugehörige große Halbachse, die wir jetzt berechnen wollen. Und dann brauchen wir einen weiteren Himmelskörper. Und hier habe ich mich für den Deimos entschieden. Wir nehmen seine Umlaufdauer zum Quadrat geteilt durch die große Halbachse hoch 3. Diese Gleichung wollen wir jetzt nach a auflösen. Da a hier im Nenner ist, multiplizieren wir jetzt einfach mit a hoch 3 und damit td hoch 2 und ad hoch 3 auf dieser Seite dann verschwindet, multiplizieren wir jetzt einfach mit dem Kehrwert davon. So, und erhalten a hoch 3 ist t² mal ad hoch 3 durch td². Um a alleine auszurechnen, müssen wir jetzt nur die dritte Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Damit wäre die Rechnung für a die dritte Wurzel aus t² mal ad hoch 3 durch td². So, an dieser Stelle sehen wir auch, dass es sinnvoll war, diese ganzen Werte in dem Taschenrechner abzuspeichern. Jetzt können wir auf die einfach wieder zurückgreifen und müssen diese langen Zahlenwerte nicht nochmal eingeben. Also wir brauchen die dritte Wurzel. Und zwar aus dem folgenden Bruch. Groß T zum Quadrat. Das ist also hier dieser Wert hoch 2 multipliziert mit der großen Halbachse von Deimos, also AD hoch 3. Und dann teilen wir noch durch TD Quadrat. Und erhalten 32.424,8 Kilometer. Ich behaupte einfach an dieser Stelle, die große Halbachse beträgt ungefähr 32.424,8 Kilometer. Und das wurde jetzt den Mars-fernsten Punkt bei 57.880 Kilometern bedeuten, und ich finde, dieser Wert weicht jetzt nicht so stark von dem ab, was wir jetzt bei Wikipedia gelesen haben, und halte das für einen ziemlich realistischen Wert.